das denn? Mir ist kalt! Was ist das? Jo! Jetzt mache ich den einen Auftrag zu Ende, auf alle Fälle. Hinterrad. Vorderrad. Felge einbauen mit Marathon Plus. Oh, ich freue mich, dann ist das fertig. Auch erledigt. Haken hinter. Kann halt abholen. Vielleicht kommt er heute noch rum. Das ist ja nur noch eine ganz simple Geschichte. Im Grunde genommen muss ich nur noch hier einen Mantel drauf ziehen, den gleichen wie wir hier hinten haben. Ein bisschen dickeren. Mit Pannschutz. Ja, und dann ist das Rad auch schon fertig. Da freue ich mich doch sehr. Aufpumpen. Fertig. Jetzt kontrolliert nur noch mal, was ich machen sollte, was ich gemacht habe. Tatsächlich Schloss auf haben wir, Sattel runter, mache ich jetzt gleich noch den Check. Haben wir gemacht, Pedale ab. Eine Seite, die funktioniert, haben wir abgeschraubt. Die andere ist leider festgefressen. Also da dreht sich das Gewinde mit raus. Das ist sehr schade. Reifenschlauch ist gewechselt. Beide Montage klar. Haben wir gemacht. Zweimal Bremszüge haben wir gemacht. Zweimal Schaltzüge haben wir gemacht. Und den Lenkerumbau haben wir gemacht. Ich denke mal, das war's für heute aus dem Laden. Vielleicht baue ich nachher noch ein bisschen um, räume das hier um. Also, aber mir geht es heute auch nicht so besonders. Vielleicht auch nicht. Ich werde mal sehen. Auf alle Fälle muss ich das noch einpacken. Das verkauft für wahnsinnige 1 Euro. Lohnt sich nicht mehr. So hat nicht mehr. Schwachsinn. Habe ich gerade auf der Straße stehen sehen. Hier wird bestimmt irgendein Paketboten. Mal fragen. Wenn ich sie sehe. Wenn nicht, haben wir eine neue Karre. Auch schön. Schöne Sackkarre, Paketkarre. Ach, Neukölln ist gnädig zu einem. Der Sattel ist fest. Der Sattel ist fest. Kanni war sein letzter Arbeitsschritt und der Sattel ist fest. Geht los! Ich kotze ehrlich hier auf, ey. Ich kotze im Quadrat. Also ich meine, fest ist nicht. Ich glaube, das ist das mal. Festgeklebt. Naja, geht das abschrauben hier erstmal. Schraubstock einspannen. Übliche Methode. Ja, das bringt ja auch so nichts. Also, dann hast du ja so locker gedreht jetzt oben. War, oder was? Dann hat sich das bewegt oben. Soll ich irgendwas festziehen? Das Schraubdingsbums hier unten? So, ein Stück höher. Das wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein, wa? Hm. Damit ist das ganze Rad eigentlich im Arsch. Tatsächlich. Warte mal. Nee, da passiert nichts. Das ist so ein Scheiß, wa? Und? Das ist ja eine Scheiße. Das muss man vorher kontrollieren, wa? Aber du glaubst ja auch an der Dude. Ey. Vielleicht wird das ja zum gewünschten Effekt. Müssen wir da die Bautenzüge vorher noch abmontieren oder? Achso, vielleicht ist es Kleber und er macht sich. Ja. Vielleicht ist es der Kleber und er macht sich rar. Das wäre ja so wunderbar. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das macht halt keinen Sinn. Ich mache meine ganze Einrichtung kaputt für so ein Scheißrad. Das ist echt für den Arsch. Das ist Pappe. Oh, ich könnte ausfrasten, ey. Eine Stunde filme ich schon und nichts hat sie gemacht. Scheiße. Na, die gewechselt. Naja, die gewechselt. Repariert. Einfach wieder reanimiert, ja. Okay. 9 Euro. Jetzt bauen wir einfach ein Loch hin. Loch durch. Oben.
Dann haben wir noch ein paar Versuche. Na, da oben gleich ein Loch durchbohren hier. Hier gleich. So, ja, damit man hier eventuell gleich benutzen kann. Das ist eigentlich scheiße. Benutzen kann man es nicht mehr. Das kannst du nicht mehr benutzen. So oder so, sobald ich ein Loch hier reinbohre, ist die unbrauchbar. Ja, zumindest nicht mehr, dass ich brauche. ABE ist abgerufen. Oh, Herrgott, sag. Katastrophenvideos ohne Ende. Zum Jahresbeginn, wo ich noch nicht mal richtig da bin. Das kommt mir sehr ungelegen gerade. Also hier ein Loch hinbohren. Durch diesen Pfropfen von dem Teil durch. Wie groß muss das Loch sein? Ein Bolzen durch. Boah. Ja, weiß ich gar nicht, wo ist denn der überhaupt? Das sind unbedingt mal aufräumen, die Hütte. Das sieht so schlimm aus, ey. Was ist los mit dieser scheiß verfickten Karte? Warum ist immer SD-Error? Ich verstehe es nicht. So, hoffentlich haben wir ein Stück von der Bohrung wenigstens drauf. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben ein Loch gebohrt, auf alle Fälle hier. Da, durch, da, raus. Rinn raus, rinn raus, alte Maus. Ja. Das alte Rein- und Rausspiel. Genau. Ich mach mal kurz auf Stopp und gucken, ob es funktioniert. Kohlenmonoxidkontrolle. Monoxid, so. Jetzt nochmal. Wir haben hier ein Loch gebohrt. Ich weiß nicht, ob was da von dem Video noch verhalten ist. Die Karte ist abgestürzt. Hier ein Loch gebohrt, weil die Sattelstütze fest ist. Ein Loch gebohrt, eine Achse durchgeschlagen. Jetzt wird die Stelle eingespannt, verdreht und gehofft. Und jetzt hoffen wir doch, dass sich das dann löst, das Teil, das Problem, was wir haben. Ja. So, sei nochmal so gut. Aber ja. Vorne fest. Wo kommt's? Oh. Ist das jetzt zu oder auf? Ja, warte mit. Drück mal Druck aus ein bisschen. Ja. Dann mach mal. Achso, Ecke. Ja, na klar, du bist der Hebel. Ja, das war's. Also, es ist... Da ist nichts zu löten. Das Ding ist fest. Wie Hund. Asche. Das ist doch eingeklebt. Das kann doch nicht sein. Ey. Mal ernst. Oh, ich glaube, das hat sich gerade ein Stück... Nee, hat es nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Nee. Aber du viel Schraub. Ja, das ist so viel Schraub, das ist locker hier. Das hat keinerlei. Tja, das ist ja. Ja, ich sag ihm, das Ding ist im Arsch. Das ist im Arsch komplett. Noch nie habe ich das gesehen. Nee, ich auch nicht. Ihr könnt voll kotzen, also richtig. Ey, das ist klar, das ist klar. Erster Auftrag in diesem Jahr, der neuen. 2. Es ist unglaublich. Kurz voll ab, ey. Das war's. Ruf den jetzt an und sag ihm, das ist im Arsch. Bewegt sich nicht ein Millimeter, nichts, gar nichts. Schöner Auftrag in diesem Jahr. Und was ist? Arschkammer, jetzt rüttel ich die Kamera. Ja, die hauen wir auch noch kaputt. Arschlecken rasieren, 50 Cent. Ich weiß nicht, ob es eine klebte, so einfach nur ein mega langes bis hier oder was und dann eingerottet, das reicht ja aus. Aber, ey, kann nicht wahr sein, ist alles gemacht, alles ist in Ordnung, alles läuft, sondern zentriert die Laufräder ein bisschen. Muss ich jetzt das Telefon eigentlich hier oben? Und auch den.
Licht! Ja. Oh, Idiot, warum hast du es nicht gleich probiert? Ja, war. Naja, so ist es oft, war. Naja. Stimmt die Uhr? Ja, die stimmt. Wer hat den Schlüssel hier? Ach, vielleicht ein Schuppergewicht, da wo auch immer nicht. Ja? Nee. Na, ich mach jetzt nicht. Hab mal angerufen. Wisst ihr, der kommt morgen mal rum. Und dann gucken wir uns das mal an mit dem Kollegen und dann, jetzt wollen wir machen, kann man nicht machen. Metallbude vielleicht nochmal hingehen. Das war der Tag für heute auf alle Fälle. Bis dann, ciao.